Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Bevor wir hier reingehen, ja, ich habe die Lore. Okay, ich würde sagen, wir testen einfach nochmal die Lore. Haben wir die Schienen dabei? Wir haben die Schienen dabei. Dann können wir sie eigentlich auch auswählen. Gut, die Booster-Schienen habe ich auch dabei und die Redstone-Fackeln habe ich auch dabei. Wow, es klappt mal nach Plan. Habe ich überhaupt schon herzlich willkommen gesagt? Ich weiß es nicht. Falls nicht... Oh Gott, das macht mir so Angst. Falls nicht, dann nochmal herzlich willkommen. Okay. Na gut, da könnte früher mal wieder eine kommen, ne? Okay. Hier vielleicht wieder eine. Ah, wir müssen ja doppelt klicken. Bauen wir vielleicht hier eine rein. Schwupps. Eine Boosterschiene bitte. Für den Herrn. Okay, und jetzt laufen wir mal weiter und machen nach Gefühl. Platzieren wir noch eine. Wir brauchen auf jeden Fall mehr. Definitiv. Wir bauen mal hier noch eine hin. So. Und eine Redstone-Fackel noch. Gut. Und dann geht's hier rum ein bisschen, hier rum. Okay, und hier sind wir stehen geblieben. Dann würde ich sagen, bauen wir hier gleich die nächste hin. So. Und können jetzt im Prinzip die nächsten Schienen platzieren. Na, da setzt du wohl auch eine. Wenn dann richtig, ja? So, ich glaube, wir sind gleich durch. Sind wir. Aber hier sind wir doch schon mal. Genau, mit dem Kies sind wir hier rausgegangen, genau. Gut, dann können wir hier auch theoretisch mit dem Kies wieder rausgehen. So, erst einmal. Okay, es wird, glaube ich, dunkel. Wir haben natürlich kein Bett mitgenommen. Okay, das ist Stein. Ah, wir haben keine Spitzhacke. Wir haben keine Spitzhacke, aber ich glaube, es ging auch mit anderen Eisenwerkzeugen, ne? Gut, müssen wir das erstmal so machen. Oh, noch mehr. Das gibt's ja nicht. Oh oh. Wir arbeiten uns mal mit Kies hier raus kurz. Weil ich Angst habe. Aber wir können doch jetzt nicht schon wieder nach Hause. Das geht doch nicht. Leute. Das geht einfach nicht. Ich höre Geräusche, aber ich sehe keine. Also lasse ich mich davon nicht ignorieren. Und wir bauen zu. Oh Gott, habe ich mich erschrocken. Ich dachte, die Fackel wäre ein Zombie. Oh Gott. Okay, Sandstein abbauen. Bisschen schneller, wenn es geht. Ohne Spitzhacke. Ist das echt doof. Oh, hier ist schon wieder... Komm, Axt, du musst für alles herhalten, ja? Hoffen wir auf Sandstein. Okay. Es war fast klar. Ich hoffe zumindest, dass wir die richtige Richtung eingeschlagen haben. Das ist ja grausam. Absolut grausam. Okay, Schaufel, Schaufel. Okay. Und mit dem Schwert einfach raus. Creeper. Okay, wir sind noch einen Tick zu früh. Ach komm, wisst ihr was? Wir rennen wieder nach Hause. Es bringt ja so nichts. Wenn wir jetzt hier irgendwem auf dem Weg begegnen. Okay. Komm. Nein, mein schöner Weg. Oh Gott, Creeper-Alarm. Puh. Sie haben sich nicht in die Luft gejagt. Aber wir müssen schon wieder was reparieren. Das ist zum Kotzen. Zum Kotzen. Ich bin echt bald so verzweifelt, ne, dass ich auf friedlich stelle. Da ist schon wieder was zwischen meinen Tieren. Komm her, du Schräuch. Komm. Oh nein, es ist auch noch mein Schwert kaputt. Geh weg. Hau endlich ab. Stirb. Wie oft soll ich dich denn noch hier durchschlagen? Okay, schnell.
Vielleicht sollten wir das hier auch einfach mal beleuchten. Dann spawnt hier so schnell auch nichts. Meine Güte, ist das ein Stress immer. Die Lage abchecken. Diesmal checke ich sie ab. Nach Creepern. Ich sehe keine. Ich glaube, wir sind sicher. Das ist ein Zombie, okay. Okay, prinzipiell sieht es erstmal sicher aus. So, Weizen. Wir müssen füttern. Fütterungszeit. Kann ich noch nicht? Kann ich noch nicht? Will niemand was? Du kannst schon wieder. Da finden wir ja wohl dann noch irgendwen anderen. Nein, niemand? Okay. Dann haben wir wohl zu schnell gefüttert. Und zu. Pech. Pech. Es funktioniert automatisch. Okay, komm mal her. Haben wir noch Eisen dabei? Nee. Doch, haben wir. Oh, habe ich übersehen. Und Stöcker. Die Schienen. Oh. Viele haben wir da auch nicht mehr. Ja, Spitzhacken zum einen. Die Axt brauchen wir eher weniger. Dann können wir hier noch ein Schwert draus machen. Von mir aus auch aus Eisen. Ja, und den Rest packen wir einfach wieder zurück. Dann sind wir jetzt schon einigermaßen mehr gewappnet, sag ich mal. So, und hier würde ich jetzt einfach prinzipiell eine Schiene noch abbauen und vielleicht eine, beziehungsweise die letzte Booster-Schiene hinbauen, die wir nicht mehr besitzen. Scheinbar. Denn ich sehe keine. Lore haben wir. Oh Gott, zum Glück konnten wir dann noch einsteigen. Das wäre ja fast wieder schief gegangen. Okay, hier müssen auf jeden Fall mehr Schienen hin. Vielleicht einfach am Anfang und dann reicht das schon. Ich weiß es nicht. Im Moment reicht es auf jeden Fall noch nicht. Ich meine, klar. Es reicht, um vorwärts zu kommen erst einmal. Aber eben nicht in einem Tempo, das angemessen ist. Ne? So, um die nächste Ecke. Okay, und... Okay. Okay, hier ist noch eine Boosterschiene. Da in der Ecke wurde es aber sehr langsam. Aber es reicht aus. Autsch. Da habe ich Schaden bekommen. Alter, wo sind denn diese nervigen Scheiß-Kack-Zombies? Es nervt. Einfach nur. Okay. Da ist das. Also müssen wir noch 1, 2, 3. Moment. 1, 2, 3, 4 weitergraben. Okay, 4 Stück noch. Oh, und dieser Sand. Ätzend, dass du immer runterfallen musst. Ätzend. Absolut. So, 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 so. Moment, 1, 2, 3. 4 hatten wir gesagt, ne? Also müssten wir hier... Ach Mist, den Sandstein wollte ich eigentlich jetzt nicht beiseite räumen, aber hier liegt Kohle. Die Kohle brauchen wir. Also nehmen wir uns die Kohle auch noch mit. Und pass auf, gleich sind wir in einem Höhlensystem wieder drin und kommen wieder vom eigentlichen Zeug ab, was wir machen wollten. Und noch mehr Kohle und noch mehr Kohle und wieder Kohle und überall ist Kohle. Yeah. So, gib mir das. Das stopfen wir jetzt hier am besten noch einfach wieder. Schwupps. Hier muss irgendwo eine Höhle gleich in der Nähe sein. Es nervt. Oh, hier ist ja noch mehr Kohle. Ich glaube, hier hinter war auch schon Kohle, was ich jetzt eben zugemacht habe. Ja. Ich meine, das ist nicht schlimm, dass hier Kohle ist. Ist ja eigentlich gut für uns. Aber es hält dann doch irgendwie immer ein bisschen vom Arbeiten ab. Aber, naja, wie gesagt, was wir nebenbei sammeln, das ist gut. 1, 2, 3, 4. Nochmal 1, 2, 3 und hier ist doch schon richtig. Dann müssten wir nach hier. Oh, Sand, Sand, Sand. Und Kies.
Kies ist gut. Kies ist gut. Kies haben nämlich wir gesetzt. Sehr gut. Sehr gut. Dann kann das hier mit Nein, nicht direkt vor meiner Nase. Naja, eigentlich auch, ne? Aber erstmal hier. Vielleicht ein bisschen komisch, wenn das hier plötzlich nicht mehr so geräumig ist. Deswegen einfach mal doch wieder weg. Und wie viele Leitern haben wir jetzt noch? Zwei nur noch. Das reicht natürlich mal wieder nicht aus. Aber wie ist, wenn wir das so machen? Okay, man kommt schon raus und rein. Immerhin. Und hier soll ja jetzt das Häuschen entstehen. Was wir jetzt aber zuerst mal machen, ist einfach mal mit den Dorfbewohnern handeln. Ich habe keine Wolle mitgenommen. Ah. Verdammt. Na gut, macht nichts. Ich wollte gucken, ob die das wieder anbauen hier, ne? Sieht im Moment nicht so aus. Okay, alle drei Dorfbewohner auf einmal. Komm her. Komm. Bleibst du hier. Bleibst du hier. Dankeschön. Ja, du bist genau der Wolle-Typ. Das habe ich mir jetzt fast gedacht. Und du? Smaragd gegen Brot. Na dann los, komm. Einmal Brot. Jetzt blubberst du doch oder so, ne? Okay. Jetzt hast du mir Angebot. Ein Feuerzeug für 3 Smaragde. No! Dann gib mir Äpfel. Gib mir Äpfel für Smaragd. Man kann ja das Angebot dadurch so ein bisschen steigern, ne? Die brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Okay, jetzt hast du neues Angebot. Melonen. Okay, na los, komm. Dann gib mir halt noch Melonen. Können die Brote von mir aus weg und bekommst du jetzt nochmal Angebot? Ja, wir können erst einmal die Melonen schon mal essen. Die machen ja nicht allzu doll satt, glaube ich. Was hast du jetzt noch? Irgendwas Cooles? Was, das war's schon? Wie, mehr hast du nicht für mich? Dann habe ich meine Smaragde jetzt umsonst verballert, ja? Ernsthaft? No, das ist unmöglich. Und du willst 3 Smaragde für ein Feuerzeug. Ihr seid doch... Ach, das macht keinen Spaß so mit euch. Ich habe mir da mehr erhofft. Na gut. Warum steht hier ein Sandsteinblock, hä? Oh, ich glaube, der gehörte hier hin, oder? Sorry. Tut mir leid. So, hier haben wir eine Werkbank. Eine Werkbank ist doch wunderbar. Dann können wir es doch ganz einfach so machen und haben 3 Leitern mehr. Okay, und Stöcke, die wir nicht nehmen können. Ach komm. Scheiß drauf. Nehmen wir die Leitern erstmal. So, dann können wir hier reingehen. So, dann können wir hier hochgehen. Und diese Leiter hier können wir wegschmeißen. Ich weiß gar nicht, wie das geht mit Q. Okay, mit Q. Dann können wir die Stöcke aufnehmen. Jetzt können wir als nächstes dann das Haus hier drumherum bauen. Ich hoffe, die rote Wolle haben wir noch dabei und haben die nicht wieder abgelegt. Was ich durchaus mir zutrauen würde. Nein, wir haben sie tatsächlich dabei. Na, sieh mal einer an. Hör auf, er macht schon wieder Blödsinn. Er macht schon wieder Blödsinn. Ich weiß nicht, woran das liegt. Es muss an meiner Maus liegen. Ich habe wieder nichts gedrückt. Aber das hatte ich ja schon lange nicht mehr. Was natürlich auch sehr gut ist. Wie hatten wir das gemacht? Einfach so zudern? Vielleicht, ne? Ich weiß es nicht mehr genau. Müsste man gucken. Doch, sieht erstmal... Hör auf! Hör auf, hier willkürlich irgendwas zu schlagen. Das ist nicht cool. Ganz und gar nicht. So, komm. Da bist du... Wenn hier immer noch reingehen muss. So. Stimmt, hier. Irgendwo hat doch der Creeper auch noch was gesprengt, ne? Von daher wäre ja es... Ach, die Bücher schleppen wir jetzt auch die ganze Zeit mit uns rum. Okay, Sandstein. Okay, dann haben wir hier... Können wir hier reisen? Dann würde ich jetzt gerne mal...
hier noch ein bisschen lang gehen. Und ein bisschen korrigieren. Das bedeutet also, mit Sand und Sandstein hier wieder zum einen reparieren, zum anderen füllen. Außerdem wollten wir die Wüste ohnehin mal auffüllen und es wird Nacht. Ah, da will ich einmal wieder was machen und immer kommt mir was dazwischen. Immer. Diese Aufnahme läuft nicht gut. Hier ist ein Loch. Hier sind viele Löcher, aber ich glaube, der Weg ist verschont geblieben. Verdammt, du sollst da nicht hin. Okay, komm. Speed-Tempo. Speed-Tempo, ab nach Hause. Irgendwo da hinten ist es doch, oder? Ja, ich sehe das Häuschen. Gut, vielleicht schaffen wir es rechtzeitig. Bevor die ersten Monster spawnen. Oh Gott, das konnten wir gar nicht aufnehmen eben, ne? Ach, verdammt. Egal, Hauptsache schlafen. Huh! Wir haben's erfolgreich geschafft. Und ich würde sagen, an dieser Stelle beenden wir den Part. Und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.